Und damit auf ein neues Sonderfolge von Let's Play Pokémon Legenden Arceus. Im letzten Part haben wir die Traumkampfserie kennengelernt. Traumkämpfe. In dem Bereich, wo es Arceus gibt. Haben, glaube ich, 16 oder so geschafft. Und ich habe herausgefunden, dass es da wahrscheinlich nichts gibt. Das heißt, es geht unendlich. Man kriegt halt dann immer nur bessere Items. Heute machen wir das, was ich eigentlich schon im letzten Part machen wollte. Nämlich hier diese Mission. Was soll man das sein? Ist gut. Ach, die, Hi. Die alten Illusianer haben bestimmt auch auf diesen Meer, auf dieses Meer geblickt. Egal wie viel Zeit vergeht, das Meer verändert sich nie. Ich habe eine Bitte an dich. Es gibt ein Grund. Mein Großvater hat mir erzählt, dass der Adamantkristall die Kraft in sich birgt, dem ehrwürdigen Dialga zu seiner Form aus einer anderen Welt zu verhelfen. Ja, das habe ich auch schon kennengelernt. Ich wünsche mir einen Kampf, in dem du nur mit dem ehrwürdigen Dialga in seiner veränderten Form gegen mich antrittst. 106. Ist das die Mission? Ne, 105 fehlt noch. Na, vielleicht ist die in deiner Welt. Ja, dann hole ich das kurz. Wie nervig. Wofür da kämpfen? Die Alga, okay. Das jetzt aber gar nicht gestärkt. Wo ist es denn? Da ist die Alga. Fünfundsechzig nur. Ich hätte doch noch so einen Bonbons gebrauchen können. Egal. Oh. So, was wollte ich jetzt gucken? Also, was für Attacken hat. Zeitenlärm ist halt eine richtig krasse Attacke. Aber Eisenschweif würde ich eh nicht einsetzen. Drachenpuls oder Drachenklau ist die Frage. Spezialangriff ist deutlich höher. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Kleines Eisenschweif eh dumm. Ja, aber ich hab's nicht trainiert. Na, wollen wir mal hoffen. Das zeigt mir die wahre Kraft des Everding Dialga. Na dann los. Aber der ist Dialga, vor euch steht ihr am Anführer des Diamantclans. Bitte lasst mich gegen euch antreten, damit ich verstehen kann, wie ich wirklich, wer ich wirklich bin. Wisst? Nö. Warum sind das beide und ich bin so ein bisschen größer. Zeitenlärm, was ist das? Hm.
Ach, da steht's speziell. Ja, dann los. Oh. Was soll das? Was kritzelst du mich? Oh, es geht ab. Oh nein. Also, weil ich Krafttechnik gemacht habe. Oh nein. Reicht jetzt wieder, hallo. Ne, ich mach nochmal Zeitlärm. Was daneben? Ich glaube, es geht los. Arena-Musik spielt hier, wie cool. 150 ist aber ein bisschen wenig. Ja, Top-Genesung. Treff doch jetzt bitte. Danke. Oh, der ist nur 34. Und du? Darf ich noch nicht wissen. Oh, bei Drachenpuls darf ich auch entscheiden. Ja, jetzt hätten wir mal gut gemeldet. Let's go. Hä? Okay. Sieht mir doch nicht immer so viel ab. 3 gegen 1 ist halt echt nicht fair, muss man sagen, aber... Ihr wolltet es so. Und ihr bekommt es. Trampel. Oh, ich war gestorben. Das tut mir jetzt aber leid. Komm, Kraft, Trampel und weg mit ihm. Als ob du das überlebst. Was für krasse... Guck mal, hat er den? Echt jetzt auch wieder. So, na, reicht das? Die Kraft ist sehr wild, die Alga ist einfach unvorstellbar. Selbst nach dem Kampf zittert mein ganzer Körper noch. Doch ich glaube, durch diesen Kampf verstanden zu haben, was in ihm vorgeht. Faszinierend, in einem Kampf alles zu geben, statt das gegenseitige Verständnis zu fördern. Wenn jeder Pokémon als Partner hätte, könnte man nach Herzenslust gegeneinander antreten. Das würde den Menschen helfen, einander besser zu verstehen, das wiederum Hisui gedeihen ließ. Ich denke, wir vom Diamant-Clan werden von nun an auch auf dem Übungsplatz in Jüdeldorf an unserem Können fallen. Auf ein baldiges Wiedersehen. Ja, dann gehen wir uns bestimmt wieder. Schneller als ich denke. Gut, dann gucken wir uns noch in die andere Welt und das wird dann wahrscheinlich Perla sein. Ach, mach mir keine Hoffnung, Kollege. Ich nehme jetzt einfach mal Palkia mit und dann ich, dass sie das so sieht. War Palkia nicht schwächer? Ne, die sind gleich, okay.
Back to the roots. Du 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 du. Wo war das hier? Ja. Nee, war es nicht. Hier war es. Aber hier ist die Diamantsiedlung. Das ist doch was anderes. Ach, hier könnt ihr auch was geben. Nee, schade. So. Nach ein paar Problemen gehen wir hier hin. Aber warum sollte sie eine Diamantsiedlung sein? Das gibt ja gar keinen Sinn. Na, mal gucken. Wow. Ja, bei Flutenspielen habe ich die Anwesenheit gespürt. Ich bin hergekommen, um die Diamantclan, die Perlclan überlieferten Melodien zu zeigen. Und da fällt mir ein, ich habe den Weißkristall untersucht. Du wirst es nicht glauben. In ihm verbirgt sich die Kraft, dem ehrwürdigen Palkia zu seiner Form aus einer anderen Welt zu verhelfen. Ich möchte das ehrwürdige Palkia herausfordern. Perlclan glaubte lange, das ehrwürdige Palkia sei das ehrwürdige Sinnoh. Ich möchte sicherstellen, dass die Gefühle, die wir ihm entgegengebracht haben, gerechtfertigt waren. Bitte setze den Weißkristall ein, um die Form des ehrwürdigen Palkia zu ändern und tritt dann nur mit ihm an deiner Seite gegen mich an. Machen wir. Ich möchte die Kraft des ehrwürdigen Palkia, das den Raum erschaffen hat, selbst erleben. Ja, gleich. Ja. Sollte erstens in seiner Urform sein und zweitens, oder? Ja. Attacken. Jetzt muss ich erstmal Bericht gucken. Jo, der Spezialangriff deutlich höher. Was geht denn ab mit euch von mir aus? Nassschweif ist schlechter in dem Fall. Immer noch was Wassermäßiges. Er braucht schon Erdkräfte. Machen wir erstmal Nassschweif weg. Reicht. Na dann los. Du wirst es erleben. Keine Sorge, du wirst. Wer sich in die weite Welt hinauswagen will, braucht Mut und Entschlossenheit. Let's go, Palkia. Laziola ist das Stärkste. Oh, Volltrefferquote. Probieren wir es nochmal. Das sah nicht nach Volltreffer aus. Warum zieht er so viel ab? Ich kann das nicht stärken. Schade. Hat er auch nur 80. Müsste das denn reichen? Sonst bin ich tot! Los! Let's go! Wichtig. Hey! Gibt's jetzt natürlich keine Diskussion. Eieiei. Hast du sie nur, ne?
Ja, na klar. Ja, der Impuls muss erstmal reichen. Es wird, glaube ich, 2 Hits wieder brauchen. Oh, ja dann. Dann sage ich natürlich nichts. Bist du? Hä? Ach, da. Diesen Wasser-Pokémon, also los. Weg mit dir. Nichts, Connor. Die Kraft des ehrwürdigen Palkia ist wie ein Raum, der sich ins Endlose erstreckt. Sie ist überwältigend. Unglaublich, wenn man da spricht, Werner. Das war also das ehrwürdige Sinnoh des Perlclans? Das Oberhaupt des Perlclans hat mit seinen Können aber auch überzeugt. Na, die Leute von Diamantclan sind von unserem ehrwürdigen Sinnoh, nein, vom ehrwürdigen Palkia beeindruckt. Ich möchte diese Anerkennung und den gegenseitigen Respekt in ganz Hisui verbreiten. Pokémon-Kämpfe werden uns dabei eine unersetzliche Hilfe sein. Als Oberhaupt des Perlclans habe ich meinen Entschluss gefasst. Von nun an werden wir auf dem Übungsplatz in Jubeldorf kämpfen und dadurch unsere Gedanken und Gefühle in die Welt hinaustragen. Aber das war immer noch nicht die Mission, die ich meinte, kann das sein? Da fehlt immer noch 105, was soll das sein? Hä? Hey. Jetzt nochmal hier gucken. Hier ist keine Quest. Hier ist nur diese Kampfquest. Hier ist noch eine Quest. Kraterberg Hochland. Ja, ich würde sagen, wir sollten uns erstmal heilen und dann mein Team mal holen, glaube ich. Eine Methode. Hallo. Warte. Zeig mir meine Pokémon. Kann ich nicht einfach irgendwen markieren und dann sagen, den nicht mehrere freilassen? Mehrere ins Team, bitte. Wieso also geht das nicht? Ach nö, da ist aber bestimmt wieder der nervige Tsubaki. Los hier. Back to the Kraterberg Hochland. Muss ja eigentlich die Mission sein. Sonst bin ich hier ratlos, muss ich echt sagen. Hier gibt es ja auch noch diese ganzen Fragezeichen. Nee, du nicht. Oder? Zum Glück. Wer sind Sie denn? Hallo? Ah, du bist kein gewöhnlicher Junge, das sieht man schon von Weitem. Könntest du dir mein Können Ballonjagd? Na komm, du hast Bock, oder? Kennst du doch schon. Du bist mindestens 40 erwischen. Ja, 105, dank Gott. Können wir was hin? Ich denk schon. Na klar. 60 sind und wir brauchen 40. Ich mein. Oh. Wow. Was habe ich getan? Das wollte ich nicht. Mann, ich wollte doch wechseln. So ein Skandal. Ja, ja. Ich kotze.
ich denn? Hä? Nein, ich will nicht. Warum fragt er mich das? Warum? Was ist denn jetzt falsch? Oh, Leute. Ich habe mir jetzt nochmal da angeschaut. Bitte, 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 bitte. Oh, wie dumm. War das der erste hier so? Ach, leck mich. Ach so. Warum Sneebot? Ich glaube, wir sind so hoch. Alter. Ich wollte mich echt verarschen. Nein. Ich darf nicht absteigen, oder was? Ey, ihr habt sie nicht mehr alle. Dumm ist das. Ich möchte doch nur absteigen. Wie dumm. Hä? Alter, wie dumm, wie schlecht. Warum wechselst du zu dem? Das ist ja... Das ist ja viel zu heftig. Hallo, danke. Wie weit geht das denn noch? Der kann ja nicht mehr springen. Der kann ja gar nichts. Aber hier sollen wir uns nie was benutzen. Ich habe ja nicht mal die Hälfte. ETF. Oh, die Goofbären. Das ist ja nicht so, als hätten wir die schon mal gehabt. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Ich muss. Ich drücke mal A, wo man B drücken muss. Selbst aber nicht. Jetzt ist alles falsch. Man muss richtig abspringen, ja. Kann man nicht einfach Neustart machen? Wenn ich springe, dann kann man noch wechseln. Das ist doch schlau. Och, frag nicht, bitte. Ist das anstrengend? Y jetzt merken, ja, gut. Zu spät. Das gibt's doch nicht. Los, los, los. Stopp, ich will ihn haben. Gibt's das denn? Alter, die Steuerung mit dem Ding ist so geschlagen. Los jetzt. Als ob das so passiert ist. Ja, na klar.
Was ist los, los? Butter. Nein. Fünf fehlen noch. Scheiße. War aber schon gut. Hä? Jetzt habe ich noch nie überbeleitet. Ah, gut. So war jetzt immer. So weit waren wir noch nicht gekommen. Ist gut. Oh, es wird doch noch dunkel. Als ob. Ne, da warte ich aber nicht, ist mir egal. Was ist los? Der Regen hört bald auf zu. Dann hört bald auf zu. Bald auf zu. Ja, mir egal. Wir müssen irgendwie runter. Los! Hey, wie soll man das machen? Los, 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 los. Rüber da. Hä? So. Nein, ich wollte nicht. Ach, ich hätte doch wieder mal so. Nein. Ist das nervig? Ich will doch weitermachen. Diesen Ballon gebrummt man nicht. Also wie bitte? Ja. Ach, wenn ich es jetzt mit dem Versuch nicht schaffe, dann seht ihr den Final Versuch. Warum am Anfang des nächsten Parts? So ob ich den nicht bekommen habe. Los. Oh, das sieht gut aus. Was, 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 was? Los, 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 los. Na, hin einfach weiter. Zwei noch los. Ja, okay, so hoch bin ich gar nicht mehr. Alter, sei nicht ehrlich, alles. Egal, es hat gereicht. Irgendwie. Ja, ja, ich hab's geschafft, sehr gut. Doch, du hast es geschafft. Gut gemacht.
Ja, danke schön. Von wegen im nächsten Part. Ja, laber nicht. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich schalte in der nächsten Folge wieder ein. Da geht's mit weiteren Kampfmissionen weiter. Was diese Einzeldingskämpfe sind. Hören wir im nächsten Part raus. Also nicht verpassen und Like da lassen. Bis dahin. Tschüss.